So, hi und hallo mal wieder. Da ja heute der 5.2. ist oder die 4. Ziehung erst rubbeln, dann reisen von Rewe heute gezogen wird, muss ich ja heute noch ein paar Codes eingeben. Ich habe ja 8 Rubbelkarten. 4 habe ich mal nicht vor die Kamera geöffnet, aber keine Gewinne drauf. Die anderen 4 werde ich jetzt vor die Kamera öffnen und hoffen, dass ich jetzt mal Bargeld gewinnen habe. Dann wurde ich gefragt, wie viele Rubbelkarten ich ungefähr schon gerubbelt habe. Vor die Kamera jetzt ungefähr 25, glaube ich, waren das jetzt. Das Doppelte könnte auf jeden Fall von ausgehen. 50 Rubbelkarten habe ich mittlerweile gerubbelt. Kein Bargeld bekommen. Also, wie gesagt, ihr postet und kommentiert mir bitte, wie viel Bargeld ihr schon gewonnen habt. Aber jetzt erstmal meine letzten 4 für heute. An Bargeld rubbeln, dann werde ich natürlich alle 8 Karten oder Rubbelcodes im Internet eingeben und hoffen, dass ich wenigstens eine Reise gewinne. Und wie gesagt, ihr könnt mir ja auch mal kommentieren oder posten, wie viel ihr ungefähr schon aufgerubbelt habt und was gewonnen habt. Und hier seht ihr 10, 5, 1000, 1000. 50.000, nichts. Das war also 5-mal heute nichts. Und hier drinne. Ist, wie ihr seht, auch nichts. 6-mal heute nichts. Und nicht vergessen, heute ist die 4. Ziehung. Erst rubbeln, dann reisen im Internet. Vielleicht seid ihr ja wenigstens dabei. Das waren jetzt 7-mal nichts. Einen habe ich ja noch. Hoffe ich wenigstens, dass ich jetzt mal für euch was aufrubbel. Ihr selber seht, nichts. Das heißt heute, ich habe 8 Rubbelkarten aufgerubbelt, 8-mal kein Bargeld, werde jetzt natürlich nur noch den Koffer aufrubbeln, die Codes in Netz stellen, weil ihr wisst ja, heute ist der 5.2., das bedeutet die 4. Ziehung. Vergesst es nicht. Also, ich hoffe natürlich, dass ich eine Reise gewinne, wenn ja, werde ich das natürlich hier posten, auf jeden Fall. Ihr kommentiert mir, wie viel Bargeld ihr schon gewonnen habt. Ansonsten war es das mal wieder. Habt viel Spaß beim Rubbeln und natürlich sehr viel Glück. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.